mijn telefoon. Snijd er aan de telefoon. Al heftig, ja. Grüezi. Wat? Was? Was aanvangen? Nee, zeker niet. Nee, ik ben toch nog niet parat. Ja, mag ik geen Brötchen in dit? Nee, abbrechen. Nee, stop. Ja, nee. Excuse me. Excuse me. Hier runter gehen, joggen. Ja, ich brauche das. Ich bin mein Alter, ich komme nicht mehr von 0 auf 100, gell? Dann gehe ich das Maschinenrechnung aufwägen und jetzt habe ich Zeit für die Leute dran. Der Zinger ist drin. Jesus, Maria, du, jetzt habe ich da fast ein Kind überrennt. Fast unter das Tram gekommen. Jesus Gott. Sie müssen entschuldigen. Jetzt, du, ich habe mich noch umziehen. Jetzt stehe ich da wieder doppelt. Schau mal. Nein, excuse, jetzt sind wir. Oh, ja. Ja, jetzt sind wir aber zu spät. Oh, das tut mir jetzt leid. Ja, du, also dann lassen wir dafür die Begrüßung weg. Das ist ja sowieso immer der gleiche Scheißdreck. Nein, du. Ja, nein, sind wir ehrlich, ich komme da rein. Grüezi miteinander, mein Name ist Schneider. Ja, ich meine, ich hoffe, Sie wissen, für wen Sie ein Billett gekauft haben, oder? Nein, du drehst durch. Du. Schau mal, du. Nein, ich weiss nicht, was los ist. Ich bin schon den ganzen Tag bin ich irgendwie wie neben den Schuhen. Ja, schon den ganzen Tag. Ist immer traurig. Was heisst da den ganzen Tag, so die ganze Woche? Mal, eigentlich das ganze Jahr, wenn wir es genau nehmen. Nein, eigentlich hat es von letzte Weihnacht hat's angefangen. Vergiss es nicht mehr. Sind wir dort an der Weihnacht um den Tannenbaum gehockt, hinter der Schmiede. Und ich habe immer gesagt, stell dir mal das Schmiede ab, du wirst runtergelaufen. Schmiede ist gar nicht bremst, sind die ersten Mal gewesen. Ja, du, also. Ich weiss nicht, was los ist. Ich bin einfach, kennst du das Gefühl, wenn du einfach irgendwie den Klemmer hast, oder? Irgendwie bin ich wie nicht mich selber. Kennen Sie das? Klar, ja, das ist Katastrophe, gell? Oder ich weiss nicht, ich habe auch so einen Stress permanent. Ich habe so einen inneren Druck. Mir keine Zeit geht mir zwischen den Fingern durch, oder? Alles, das ganze Leben fräset an mir vorbei, oder? Ich bin permanent zum richtigen Zeitpunkt am falschen Ort, oder? Ich mache jeden Tag eine To-Do-Liste. Ich komme nicht einmal dazu, das zu lesen. Weißt du, es ist völlig. Weißt du, wird immer verreckt. Es war wirklich. Ja, ich habe das Gefühl, jetzt geht es nicht mehr, aber es geht immer noch mehr. Aber es ist. Ja, du, also, gell, excuse, gell, musst du natürlich sehen. Weißt du, ich bin 50. Was findet ihr jetzt lustig, hä? Ich finde es nicht lustig. Nein. Ja, gut, also, gell, auf der. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe eine Scheissfreude, dass ich heute überhaupt da stand. Stell dir mal vor, ich als Gutzli im Showbiz noch so diesen Weg dabei, da heute Abend den Laden voll. Weißt du, das ist nicht selbstverständlich. Nein, stell dir mal vor, du. Ja, 50 im Showbiz, ja, junger Mann, sie schauen da auf, du. Im Showbiz bist du als Frau 18, 20, oder? Da bist du eine Neuentdeckung, ein Senkrechtstarter, ein Newcomer, oder? Gell? Gut, hast natürlich noch den Jö-Effekt, gell? Aber die grossen Neugier, die unten nichts, oder? Und alle rufen, yeah, sie sind nicht herzlich, schau mal, so jung und schon so begabt, das ist Showbiz, gell?
Gut, was auch wieder gut ist, ist, wenn du steinalt bist. Also richtig alt, so wie der Emil, der Kurt Eschbecher, der Victor Giacobbo. Oder, jetzt muss ich gerade fragen, lebt der Holler eigentlich? Ja. Ist ja egal, auf jeden Fall, dann hast du den Fossilienbonus, oder? Ja? Ja, das ist der Langzeitfaktor, oder? Weißt, man kennt sich schon das Leben lang, man ist zusammen gross geworden, oder? Ja, das ist wie heimkommen, das ist Familie, das ist natürlich sensationell. Ja, aber ab 50 als Frau im Showbiz ist natürlich... Puff. Ja, das ist ein No-Go, oder? Das ist... Gut, es ist auch ein scheissiges Alter. Aber ich muss sagen, es ist... Gut, auf die andere Seite, man sagt ja nicht umsonst, man ist so alt, wie man sich fühlt. Ah, so ein Scheissdreck. Nein, man ist so alt, wie man aussieht, oder? Als Frau sowieso. Es eigentlich ist einfach, dass mit 50 ist schaurig viel. Dafür musst du das überhaupt noch ein bisschen aussehen, oder? Nein, komm, wir können offen reden miteinander, oder? Weil wenn ich hier runter schaue, es hat ein paar ältere Kaliber. Schau mal, ja, Jesus Gott, ja, nein, ist gut, ich habe es gesehen, danke, das kommt. Jesus Gott, ja, da können wir ja einfach offen und ehrlich sein, oder? Kennst du es ja, es wird einfach von Jahr zu Jahr wird es einfach immer schlimmer, oder? Schau mal, alleine die morgendliche Entfaltung im Badzimmer, oder? Das wird doch immer schlimmer, du Freunde. Ich bin gerade duschen, in einer Viertelstunde bin ich putzt und gestrahlt gewesen, oder? Heute, ich habe zwei Stunden, bis da alles am richtigen Ort hängt. Das wird doch... Nein, allein die Bindehautschwäche auf dem Augenlid oben, wenn ich mich schminken will, oder? Mit dem Pinsel hier, das Löderlet oben, das ganze Baum, da kommt das ganze Material kommt einfach mit dem Pinsel, oder? Du, wenn das so weitergeht, habe ich bald den Grind im Badzimmer und das Bürstchen in der Garage raus. Ja, so lange wie er kann es gar nicht haben, ist da oben. Nein, hör mir auf. Haben Sie gewusst, dass Hautzellen, die Haut, die wächst weiter bis zum Tod? Ist doch unmöglich hingerichtet, musst du das mal reinziehen. Es wächst einfach nicht. Das sind keine Falten. Das ist vorige Haut, die runterlampert. Weil innen dran wächst es nämlich nicht gleichmäßig mit. Hat zum Beispiel das Knochengerüst aufs Alter schrumpft. He? Ja, danke vielmals. Ja. Und dann hast du so einzelne Körperpartien, die in irgendeine Richtung hineinwachsen. Gegen jegliche Gesetzmäßigkeiten von der Erdanziehungskraft. Was heisst, in irgendeine Richtung wachsen? Wir wachsen zum Teil neue Körperteile, oder? Wachsen wir da? An Stellen, wo du es gar nicht wissen. Du. Nein, wir wachsen zum Teil horizontal, einfach so geradeaus. Ja. Musst du mal schauen? Also, ihr kennt schon Leute. Nein, das ist wie der junge Mann da heute. Er hat da im Haus hat's da so einen jungen Techniker. So einen grossen, ganz grossen, schlank und schaurig attraktiv. Ich komme da rein und der schaut mich mit diesen grossen Augen an. Er ist. Gott, was ich überkommen. Dann strahlt er mich an wie ein Meierkäfer und sagt: Jemals, Frau Schneider, ich gratuliere. Ich so, was kommt jetzt? Wann ist so weit? Ja, das ist doch ein frecher Sieg, oder? Du kannst doch nicht an einer 50-jährigen Frau, die Schweiß überströmt, mit Wallungen da reinläuft, gratulieren, weil sie einen Ranzen hat, oder? Ah, ja. Gut, es ist dumm gelaufen, ich gebe es zu. Nein, jetzt hört auf, nicht so, wie sie denkt. Nein, ich bin nicht schwanger, das ist ein Ranzen. Nein. Gut, was? Ich habe aufgehört zu rauchen. Seit 18 Kilo rauche ich nicht mehr. Gut, und jetzt habe ich es dummerweise kombiniert mit einer Schilddrüsenunterfunktion. Ich habe noch Hashimoto Thyreoiditis, das ist eine chronische Schilddrüsenentzündung. Gehst du auf in ein Sofa-Küchli, ja, oder? Und sie kennen das ja über 40, gell, oder? Da, wenn du eine Krankheit hast, die scheren du aus, die holt Freunde ins Boot, die will nicht allein sein. Oder? Jetzt habe ich durch die Gewichtszunahme habe ich Diabetes Typ 2 bekommen. Oder? Ja, ja. Und das Übergewicht geht mir auch auf Gelenk, das Gott erbarmen. Oder? Das vom Bauchnabel ab, mir tut alles weh. Oder? Gut, das drückt es natürlich ab, das Gewicht. Gell? Das kann ja nicht durch den Boden durch. Ohne drückt es auseinander. Jetzt habe ich Spreizfüße bekommen.
Jetzt muss ich so Einlagen tragen. Was immer, bei jeder Schuhe, die ich wechsle, dass ich die Einlagen wechsle. Im linken Fuß wächst mir ein Halux. Ja, für die das nicht kennen, sieht genauso verschissen aus, wie es tönt. Im rechten Knie habe ich so Schleimbeutel gezogen, was mit Gelenkkapseln sind. Hinten der Meniskus tut schaurig weh. Beginnende Hüftarthrose, auf der Seite geht gar nichts mehr. Dann habe ich da zweite, dritte Lendenwirbel, habe ich Bandscheibenprobleme. Und wenn ich das Klüppli auflese, sehe ich Sternchen wie in den 80er Jahren. Nein, ich mach schaurig einen durch. Es kommt immer noch etwas. Es zieht mich ab in den Keller, verstehst du? Nein, du, vor 2 Monaten, ich hatte eine Krise gehabt, das kannst du. Vor 2 Monaten bin ich zum Hausarzt, gell? Ich musste einen Hormoncheck-up machen, oder? Wegen der Hashimoto-Thyreoiditis, oder? Natürlich auch wegen dem Wechseljahr. Also, ja, auf gut Deutsch, wir haben die ganze Baustellenbeschichtigung gemacht, gell? Und am Schluss sitzt er dort vor dem Computer mit dem Blutwert und tut dort so die Tabellen, oder? Und dann hat er so geschnüffelt, wie er sonst nicht macht. Also, weißt du? Hey, yes, weißt du, das kommt nicht gut, oder? Und sagt er noch, Frau Schneider, tut sie absitzen. Ja, ist dann aber auch nicht gut gekommen. Sagt er mir direkt ins Gesicht, ohne Vorwarnung, ja. Frau Schneider, Sie haben das Karpaltunnelsyndrom. Ein Karpaltunnelsyndrom, musst du dir das mal vorstellen? Du, ich war blutleer. Ich habe gerade gefragt, wie lange habe ich noch? Ja, ihr könnt lachen, Dauri, wenn du das erste Mal hörst in deinem Leben. Karpaltunnelsyndrom, da siehst du doch gerade das Licht am Ende vom Tunnel, oder? Dabei schlafen dir einfach die Föter rein in der Nacht, gell? Ja. Jetzt muss ich in die Nacht, wenn ich ins Bett gehe, muss ich so Schienen anlegen. An beiden Armen kommen so Schienen mit Klettverschlüssen und so Stahleinlagen. Gell? So, du, da kannst du nicht, musst du 10 Putzt haben fahren. Kannst du nicht mehr machen, kannst du nicht mehr greifen. Dann kannst du gerade knapp die Decke aufziehen. Gell? Ich kann jetzt auch ein Nachthemd kaufen, dass wenn ich muss ein bisschen in die Nacht gehen muss. Ich kann ja nicht. Nein. Und dann hat das langt aber auch nicht. Jetzt habe ich noch, ich habe ja noch meine Schienen seit Jahren wegen dem Zähnknirschen, oder? Da. Dann komme ich am Abend ins Bett, weißt du? Nein! Nein, zum Glück bin ich Single! Nein! Ja, gell. Wenn wir Frauen am Morgen vor dem Spiegel so eine Krise schieben, oder, dann haben wir ja augenblicklich kurz darauf ab, ein ganz tiefes inneres Bedürfnis, um zu pösteln. Ja, wir wollen es kassieren, kompensieren. Wir wollen das Geschenk wieder ein bisschen besser einpacken, damit es wieder Freude macht beim Auspacken. Ja, und die Männer meinen tatsächlich immer noch, wir machen das gern. Ja, vielleicht bis 40, egal, aber nachher ist das eine Tortur, oder? Nein, stell dir mal vor, gell? Wir ticken halt so ein bisschen anders wie die Männer, oder? Ja, Junge, mal schauen Sie mich nicht so an. Ja, wissen Sie, unser Hirn hat ganz ein anderes Tempo als der Restkörper. Er schaut mich an, als würde ich mir ein Ruderboot verkaufen. Ich erkläre Ihnen das, okay? Also, Sie müssen sich vorstellen, du nimmst ein bisschen zu, oder? Und jetzt hat das Vögel plötzlich ein 40 gemacht, okay? Jetzt hat aber unser Hirn noch monatelang ein 38 im Kopf, ja. Und dann gehen wir an die Post und pressen unser zu engen Vögel in die zu engen Hosen rein, oder? Und das können wir gut, he? Alles rein mit Krampfadern, Zellulitis, Fettwürste, alles rein. Ja. Am Abend hast du geschwollene Füße, weil hocken kannst du nicht, weil der Gurt so dermal die Brust reingedrückt hat. Und dann schießt die Verkäuferin zusammen, dass das Zeug nicht richtig anschreiben könnte. Aber zum guten Glück kommt dann die Vernunft wieder durch das Hintertürchen hinein. Und dann gehen wir gescheit und vernünftig posten. Jawohl, ein 38, aber Stretch. Ja. Aber es kann dir passieren, dass während dem ganzen Kaufprozess dein Vögel bereits ein 42 gemacht hat. Ja. Und dann stehst du im Laden und bist gestresst. Gestresst, wollte ich sagen. Ja.
Ja, der junge Mann, gehen Sie mal da vorne in die Innenstadt, gehen Sie mal da vorne ein paar Häuschen kaufen. In einem von diesen gängigen Läden, die man dir da heutzutage so zur Verfügung stellt. Oder? So die H&M und Mango, Zara, eben Zombie & Bitch, Chicorée, New Yorker. Du, das ist alles Hans wie Heidi. Nein, du musst dort mal nur schon, wenn du reinkommst. Das auf einen halben Meter 200 Kleiderbügel so zusammenzupressen. Das ist ein Kleiderbügel, Beton, Hose, Block, wo du dich so musieren. Und die Stange ist auf einer Höhe, das geht dir in die Bandscheibe. Und dann kämpfst du dich dort in den Kleiderblock hinein, oder? Und dann bist du auf der Suche nach dem Schild mit Grösse. Weißt du nicht, dass sie das nicht immer am gleichen Ort machen können? Das Schild, muss das suchen. Und wenn du das Schild dann endlich gefunden hast, dann kannst du es nicht lesen. Nein, weil es ist so klein geschrieben. Kannst du es nicht lesen? Und dann fängst du an, die Lesebrille suchen, wo ich jetzt wieder meine Lesebrille habe. Ein paar Lesebrille. Und dann kämpfst du dich mit der Lesebrille, wie der Maulwurf, kämpfst du dich an dieser Stange von Kleiderbügel zu Kleiderbügel. M. S. XS. X. Ja, komm, vertel eens, ik falsche richting verwischt. X. Du nimmst es trotzdem, das kann man fricken, junger Mann, das ist eben keine Sache. Wenn du in so einem Laden überhaupt kannst es XL ergattern, dann hebst du es fest und gibst es nicht zur Hand aus. Das verteidigst du um jeden Preis. Und dann stehst du ganz brav in die Warteschlange bis vorne beim Fräulein. Es ist nicht mehr überkommt für Garderobe. Oh Gott. Und da hast du Wallige, gell? Der Schweiß läuft da oben. Der Rücken aber wie in Thermashöhle. Und du Schweizer steht in dieser Schlange mit dem Tigerhäusli Stretch XL. Ach, kommst du das nicht mehr lieber? Gehst du in die Garderobe? Oh Gott, das ist noch heißer da drinnen. Oh, muffig und stickig ist da drinnen. Heiter. Und das scheissiges Neonlicht. Jetzt schau mal, das Neonlicht da. Da schau mal, da hast du plötzlich hast du da ganze Landkarten, die hast du die Heine gehabt. Das willst du doch gar nicht sehen, oder? Scheisslich. Da willst du das Zschäppchen aufhängen, gell? Aber es hat keine Höhe, dann kannst du es nicht aufhängen. Ne? Kannst du auch nicht auf den Stuhl legen, es hat keinen Stuhl. Dann musst du auf den Boden legen. Und auf dem Boden hat es so viel Staub. Oder? Ich weiss nicht, warum immer so viel Staub. Aber bist du ja noch jung geblieben, oder? Dann ziehst du ihn halt durch. Und kämpfst dich in das XL rein. Oh, das ist jetzt aber gar kein XL, du schau mal. Ja, nein. Vielleicht ein Kinder-XL. Aber kein Erwachsenes XL. Aber nicht Schnallhals. Punkt. Oh, kommst du rein? Kommst du rein? Oh, aber auch nicht raus. Nein. Oh nein. Weil das Preisschild mit dem dicken Nylonfaden hinten, der beim Häkli vom BH, der selber nicht ankommst, ist der hängen geblieben. Kommst du nicht raus? Zustände über da. Schweißausbrüche. Dann kannst du um Hilfe rufen, so laut wie du willst, es kommt sowieso keine Sau. Es gehört sich draussen gar niemand. Oder? Nein. Du könntest verrecken da drin.
Es kommt auch niemand schauen, wie es geht. Die Nacht kommt nicht einmal eine Putzfrau. Du kannst einfach verrecken. Vielleicht so ein halbes Jahr später kommt die Schlagzeile. Wo ist eigentlich Helga Schneider geblieben? Wollte sie nicht ein neues Programm schreiben? Dann vergisst man mich und in 10 Jahren kommt noch eine Schlagzeile im Blick auf der Titelseite. Frau Schneider, man hat sie gefunden. Knorr, dürr, die Hosen am Boden und tot in der Hand im Garderobe an der Bahnhofstrasse Zürich. Nein, haben wir das. Aber, du, da. Kommst du nicht drum herum? Musst du raus? Musst du raus? Musst du Hilfe holen? Schau, musst du Hilfe holen? Musst du mal vor... Oh nein. Yes, es geht. Jetzt schaut das noch. Nein, schaut das noch. Ach, das ist grusig. Wie kann man nur hautfarbige Nylon-Knie-Socken mit Turnschuhen? Jetzt schau mal, wie wüst. Nein, das geht ja gar nicht. Und die Knie, hast du die Knie gesehen? Schau mal, haben wir so schöne Schiene gehabt. Jetzt schau mal, die wüst. Feuchte. Nein, und die Unterhose. Die dümmsten Unterhose, hast du? Nein. Du weißt, die, die seit einem Jahr sagst, noch einmal, aber dann hopp. Ausgerechnet. Ja, als Single am Morgen denkst du jetzt eh niemand, oder? Nein. Aber, wo schon? Wo ist der Mumm? Wo schon? Excuse me. Sorry. Lass Mutter schnell durch. Nein, sie ist besetzt. Nicht reingehen. Komm, ich gehe zurück. Sie ist da besetzt. Nicht warten. Sorry. Gehst du zum Fräulein? Was heisst da Fräulein? Zu dem Kind? Zu dem geschminkten Kind? Excuse, junge Dame, excuse, darf ich sagen, können Sie mir nicht schnell helfen? Ich habe doch ein kleines Malheur. Können Sie mir nicht schnell helfen? Excuse, können Sie da bei mir bleiben? Es ist wirklich dringend, ja. Excuse, ja. Können Sie da ein bisschen gut? Ja, ich sehe es. Ja, Sie sind zusammen. Ich spüre es. Ich will da nicht rein, oder? Raus wollte ich. Ja, raus. Raus, ja. Ja, dann tun Sie es doch. Ich zahle es, wenn Sie es mir verrissen. Ja, ich habe mich gern. Ja. Der Bruno Bronzato, habe ich will sagen, eine sensationelle Adresse. Und ich habe tatsächlich habe ich es geschafft, mir dort einen Zug, einen Termin dort gemacht. Abgefahren und weißt, du musst dir vorstellen, da komme ich aus Zürich oder so. Bum, 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 bum. Ich laufe dort rein. Das ist ein Palast aus Marmor und aus Gold. Und ich, Buongiorno, Bruno Bronzato. Io sono Helga Schneider di Zurigo. Se possibile, mi fai il naso un po' più o meno, solo un millimetro. Perché guarda, nel profilo lo vedo come un uccello. Hai visto questo naso? Troppo grande, bruttissima, guarda. Tutta la famiglia ha questo zinc, guarda, tutta, lo vedo come il Vogelgriff di Basilea, guarda, bruttissimo, solo un millimetro, einfach spuckere ein bisschen abschliffen, habe ich gesagt. Solo un millimetro, io sono sicuro voi siete il primo indirizzo da fare questo, eh? No, dai Bruno, figurati. Dottore, la regione nasolabiale, garro dottore, eppure quella preorbitale, con la siringa mi punga un'iniezione di orrone. Dai dottore, per favore, tirami su. Dottore, l'addome è ritondo male. Caro dottore, la ciccia non è più normale. Con un succhio mi leva il mucchio che mi sparceva. Per favore, dai, tirami su. Una porzione di botox e alluronne. Mi faccia.
mammole. Le mammole. Tiramelli su. Oh, no. Nein, der Bruno, der. Yes, der hat ja ein Skalpell für dich, das glaubst du nicht. Wenn der dich aufschneidet. Nein, der Mann, das ist il grande maestro. Der Bruno Bronzato ist wie der Michelangelo, wenn er früher vor einem Marmorblock gestanden ist. Das ist, ja, das ist sensationell, oder? Ist der Bruno, wenn er vor dir steht, oder? Dann schaut er nur noch da deinen Ranzen an. Du stehst ja für die Rot vor ihm an. Dann sieht er das Fett. Und dann kommt es bei ihm arbeiten. Und dann holt er ihn raus seinen Pinsel. Und dann sagt er: Guarda, signora, leider sind die. Facciamo un schnitteri qua. E poi un altro schnitteri qua. Facciamo una fettcirce in operazione. Questo mettiamo fuori. Guarda, fuori. Tutto mettiamo fuori. Das schnitt, das Fett, das schneidet er raus, oder? Nachher näht es hier einfach wieder zusammen. So, zack, 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 zack. Und der Ranzen ist einfach weg. E guarda anche la simmetria del corpo. Vediamo che facciamo. Senti, dai, anche quelli. Quelli mettiamo fuori, sul ghiaccio. Fuori. Oder das schneidet er raus und dann zu versahnen die mit Eis. Gell? Dann kommt er mit dem Silikonimplantat direkt das Loch wieder durch, oder? Gut, wenn es ein grosses ist, macht er unten den V-Schnitt, oder? Dann kommt er da unten rein. Und dann schaut er aber wirklich unten, also Norden, Westen, Süden, alles wird ausgerichtet, dass alles schön gerade wieder rausschaut, dass der ganze First wirkt. Also, Frauen, es ist wie früher, als wir in der Handarbeitsschule waren, oder? Magst du dich erinnern, als wir den Turnsack nähen mussten, oder? Ja, Mäntel wieder rein zusammenziehen und die Säcke, die sitzen dran mit dem Altersicht. Das ist so einfach. Una porzione di potoxi all'orrore mi faccia la mia la bella più bella e dopo comaci con silicone le mammole tirameli su. Der Mann, wenn der richtig losleitet, weißt du, dann geht es richtig los. Weißt du, er hat Geräte und Maschinen in seiner Praxis. Ja, da drehst du durch. Wenn der richtig in Fahrt kommt, weißt du, dann holt er ihn raus. Seinen langen, dicken Liposuktionsschluch. $70,000. $70,000. Gut, das ist nicht für jeden die gleiche Summe. Stellst du dir mal vor, 70'000 für mich da in der Kleinkunst. Das ist ja eine gröbere Grundsatzentscheidung. Oder? Wenn du im Theater schaffst, das, ja, dann überleist du dann dritte Säulen oder Strand mit Festen. Ja, du. Weißt, ich bin halt auch eine Kuh. Also, eine Kuh. Excuse, jetzt müssen wir schnell etwas klarstellen. Sie wissen so vorsichtig. Typ Ziege, Typ Kuh. Also, komm jetzt. Man sagt doch, mit 50 entscheidet sich bei einer Frau, wie sie dann im Alter wird sein. Gell? Eben, Typ Ziege oder Typ Kuh. Okay. Jetzt überleg mal, wer bin ich, was bin ich.
Also bei mir ist klar, ich bin eine Kuh, oder? Ja, man sieht es auch, oder? Also ich bin halt so ein bisschen der gemütliche, der gemütliche Typ, oder? Ich tue jetzt gerne ein bisschen auf dem Wiesli liegen. Ein bisschen wiederkäuen. So ein bisschen schauen, was die anderen Kühe so machen. Ja, das hängt an mit der Zeit, oder? Das Geissli funktioniert ganz anders. Das Geissli ist so. Das Geissli ist schlank und attraktiv. Durchtrainiert, Brunnenbrett, sieht gut aus, aber unzufrieden. Ja. Das Geissli sieht immer gut aus. Sie kommt schon geschminkt zum Schlafzimmer raus am Morgen. Immer putzungsstrahlend, immer durchtrainiert, immer schlank, immer süß, herzig und aktiv. Ich bin passiv, ich gebe es zu. Ich bin passiv. Ich bin zum Beispiel, ich mache zum Beispiel Passivferien, oder? Ich gehe ganz bewusst in die Ferien, gehe nichts machen. Ja, und das kann ich gut. Ich kann problemlos den ganzen Monat auf dem Liegestuhl liegen und nichts machen. Einfach nur den Horizont fixieren. Problemlos. Weißt du, das ist so schön, wenn du dich mal einfach, wenn das ganze System mal runterfährst, dann tut sich alles mal relativieren und dann kommen die wirklichen Probleme an den Tag. Pizza oder Pasta? Das ist beim Geissli anders, oder? Ja. Das Geissli ist aktiv. Das Geissli macht aktiv Ferien. Das Geissli kommt, wenn sie von der Ferien heimkommt, ist sie noch attraktiver und noch brunnenbrennender und noch durch. Schon wenn sie eincheckt an der Rezeption, so blink, zack, und dann steht so ein Kevin nebendran, so ein Personal Manager, ein Rodi, ein Animator. Und dann geht er schnell einchecken mit ihr und 5 Minuten später sind sie schon dabei und machen das Gruppenspiel. Hopp, hopp, hopp. Um die Landsleute ein bisschen kennenlernen und den Liegestuhl beziehen. Und dann zack, geht schon in die erste Tennisstunde. Immer mit dem Kevin. He? Und dann geht es über den Mittag ein Gruppengrillieren mit dem Kevin. He? Und dann geht es ein Powernapping mit dem Kevin. He? Und dann geht das weiter, dann geht es in ein Golfstündchen mit dem Kevin. He? Am Abend gibt es Limbo Lambada an der Beach. Aber du, um 5 Uhr morgens steht sie schon wieder auf. Und dann gibt es so ein Powerjoking an der Beach. Und ein Power-Yoga an der Beach. Und dann gibt es irgendein so ein Mountainbiking und ein River-Rafting und ein Bungee-Jumping und ein Stand-Up-Paddling und ein Heidrafeudi-Bolli-Deideri. Das ist schlimm. Muss mal schauen. Schau. Gar nicht so schlimm. Oder? Hat doch schöne Zähne. Schöne Nase. Einmal von vorne. Oder? Und der Faltenwurf. Und das Dekolleté. Und die rehbraunen Locken. Also, sorry. Hey, excuse. Du. Mit 50. Wer hätte nicht gern nach wie vor der Rippe? Oben alles rund und nichts auf der Rippe. Der Doktor tut das schon richten. Ausfüllen und mit Silikon dichten. Nach dem bitteren Speck kommt Frühlingsrollen. Das kannst du auch mit Wellness nicht rausholen. Absaugen, das macht er zum Zvieren in der eigenen Fuß. So ein Felsch, so ein Felsch, so ein Felsch, so ein Felsch. Ein Minimalgefahr ist halt immer da. Und das Risiko, das musst du verstehen. Das liegt ganz klar beim Patient, damit sich niemand die Hände verbrennt. Die alten Falten will ja niemand behalten. Mit 50 Wett ist du am Schalten. Hey, behalten eure Laserpistolen. Ich bin doch nicht eure Spielkontrolle. Mit dem Felsnetz. Mit dem Felsnetz.